Nun wird's richtig heavy. Kondensator Huckepack mit Funken entladen. Ja, wozu das Ganze eigentlich? Da kann man später mal drüber Gedanken machen. Wenn man Motoren betreiben möchte und sein Gemisch so gering wie möglich fahren möchte, ist die Stärke des Funkens zur Zündkerze natürlich entscheidend. Hier unten, das soll eine Zündspule darstellen. Ist eine selbstgebastelte Zündspule. Geht angeblich, wenn man von einem Zeilentrafo den einen Schenkel nimmt, auf die Sekundärseite unten drauf wickelt, ne, schön isoliert mit 300 Windungen und 1er Draht und oben drüber dann 3 Windungen mit ungefähr genauso, ja, ein bisschen fetterem, vielleicht sogar Flachdraht macht. Und hier auf die Primärseite dann einen Kondensator entlädt, ne, 200 bis 400 Volt und so 1 bis 3 μ müsste reichen. Wenn wir den Stoß hier reinnehmen, entsteht hier oben normalerweise dann ein Spark Gap. Ne, normalerweise über Zündkerze dann. Wenn man da in Reihe den aufgeladenen Kondensator mit reinnimmt, ne, also hier weiß nicht, so 200, 300, 400 Volt ungefähr, auch ein paar Mühe, ne, kann man dann natürlich mit Gleichrichterbrücke aufladen. Wie ihr es aufladet, ist dann eure Sache, oder mit Bedini, ist wurscht. Ja, und in dem Moment, wo der Plasma, hier ein Plasma entsteht, wird es ja leitend, ne, und dann kann der sich auch mit entladen und nimmt diese ganze Ladung hier aus dem Kondensator mit Huckepack über diese Strecke, ja, und dann gibt es richtige Funken. Das ist die wirkliche Zauberkiste, genau. Na dann. Okay. Ja, ich bin bereit. Ach, da war noch Ladung drauf, guck. So ist es normal, die Zündspule. Ja. So wie er auch im Motorraum zündet. Ja, den Funken. Jetzt schalten wir mal die Zauberbude ein. So sieht das dann aus. Holla die Waldfee. Da brennt die Luft. Da brennt die Luft. Zwei Zentimeter Flamme. Kannst du dir vorstellen, dass das... Oh. Ja, warte. Also es brennt nur von der Luft, alleine wird es hier schon, ne? Jawohl, nur die Luft brennt. Ja. Mach nochmal kurz an, von der Seite will ich es nochmal drauf haben. Dann mal, vielleicht können wir... ja, das sind schöne Flammen. Ja. Klasse. Das ist die Zauberbude. Das entladen wir noch kurz. So, das ist entladen.